Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Far Cry. Das wird jetzt eine richtig lustige Folge. Ich habe jetzt ein neues Spielzeug gefunden. So. Ich komme ja mit der Steuerung noch gar nicht klar. Wir wollten jetzt den Kopfgeldtypi machen. Das machen wir jetzt auch. Und dann müssen wir irgendwie in ein neues Gebiet. Oder? Wir müssen zum Waffenlager. Wo ist denn das Waffenlager? Egal, jetzt machen wir erstmal das hier. Eine Mission nach der anderen. Ich glaube, mit dem Brenn-Dingens kann man ganz schön viel Unfug machen. Ich könnte jetzt zum Beispiel auf einer Seite das Kokeln anfangen und auf der anderen Seite zuschlagen. Einen schönen Steg hast du da. Ich brenne deinen Kopf. Schweißgeräte sind cool. Jetzt ist irgendwie links das weniger geworden. Das blaue. Das ist mein Levelbalken. Oder? Warte mal, jetzt weiß ich mal kurz Fähigkeiten. Ich habe ja wieder 4 Punkte. So, wieder neuen Delfin dazu bekommen. Danke, ich war, weiß nicht, wütend. Du bist gestresst. Ach, sag nicht. Captain Drink und ein Blödsinn. Ja. Also, mach was. Feuer! Jetzt gucken die blöd. Der tanzt den Feuer, das Feuerballett. Oh. Die gucken echt blöd. Das Feuer ist ausgegangen. Ja, immer noch. Dasselbe Feuer, übrigens. Die Insel ist echt zu abgedreht. Selbst für mich. Leg mich weg. Der ist jetzt so vom Feuer abgelenkt. Den kann ich ohne weiteres abstechen. Den kann man gewundert von der Seite. Feuer ist praktisch. Sehr, sehr praktisch. Noch ein Kopfgeld! Na, ja, jetzt machen wir erstmal jetzt die ganz reguläre Quest hier. Dazu muss ich erstmal wissen, wo ich hin muss. Dahin. Ja gut. Das steht schon in meinen Fahrtrichtungen. Das sieht doch schon gut aus. Oh, wir werden jetzt sehr viel Spaß haben.
Es scheint auch irgendwie nicht Munition oder irgendwas verlieren. Man kann endlos schweißen. Es brennt bloß nicht endlos. Prüfung der Rakia ist nicht verfügbar. Das ist ja blöd. Das ist das Lager. Jetzt zum Alarm. Okay. Den da zuerst, glaube ich. Ja, spiel mit der Messer. Ich zeig dir mal meins, guck mal. Kann man die Leichen verbrennen? Dödem. Dödem. Dödem, 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 dödem. Überlasche! Komm mal mit, wir kuscheln jetzt hier ein bisschen im Busch. Sind wir im Busch? Nee, noch nicht. Aber gleich. Jetzt sind wir im Busch. Jetzt vergewaltige ich dich, deinen leblosen Körper. Der betankt das Fahrzeug. Sehr schön. Was machst du mit dem Auto? Scheiße, wessen Leiche ist das denn? Los, Tigerchen. Achtung, Tiger! Der Tiger! Der Tiger! Der greift an, der Tiger! Und lenkt ja ein bisschen ab, der Tiger! Der Tiger lenkt ab, du! Der Tiger! Eins vor... Es gibt einen großen Vorteil, dass ich das jetzt nochmal neu gestartet habe. Diesmal finde ich den Tiger. Beim letzten Mal habe ich ihn nämlich nicht mehr gefunden. Ekelhaft.
brennt alles nicht. Rebellen können die Scheißinsel behalten. Keine Verstärkung mehr. Beim letzten probiere ich was aus, aber... Ich glaube, er ist verbrannt. Na los, wehr dich! Wo ist er denn? Scheiße! Ja, spiel nur mit mir, solange du noch kannst! Komm doch, komm nur raus, wenn du dich traust! Wenn ich dich finde... Blitz ich dich auf! Feuer! Feuer! Und der flüchtet ins Haus, das brennt. Der gleitet ja über dem Boden. Okay, das funktioniert nicht. Ich hätte gedacht, ich könnte ihn so töten, aber das war nichts. Wow! So, mal. Habe ich schon voll. Schon alles voll. Ein Krokodil. Komm schon. Das war sehr gute Arbeit. Wie kann er unter Wasser telefonieren? Und Lösegeldvideos in der PC auf. PC? Was hinterher? Wir nennen sie Sunset Cove. Das ist eins ihrer Gefängnisse. Verstehe. Bedenke, Jason. Die Stärke, die du vom Pfad empfängst, wird dir siegen helfen. Nö, das machst du nicht. Das gefällt dir nicht, meine Eier abzureißen. Das taugt dir nicht, glaub mir. Ich hab's probiert. Ich fackel den Wald ab. Lalala. Oder auch nicht.
Das brennt ja gar nicht. Wahrscheinlich brennen nur Sachen, die auch wirklich hier in der Nähe sind. So. Wieso muss ich jetzt da hin? Dann gehe ich jetzt eben erstmal zum Dr. Earnsworth. Nein. Zum Drogendoc. Und nehme seinen Gleiter. Den er wieder eingesammelt hat. Logisch natürlich. Ah, ich kann ja nichts anfackeln. Geronimo! Über den Wolken kann die Freiheit wohl grenzenlos sein. Ich möchte bitte landen. Irgendwann. Wieso sollte ich ihn verlassen wollen? Hui! Hui! Hallo? Dr. Earnhardt? Hey, Elfie hier. Ich habe mir sein Handy ausgeliehen. Wie läuft die Suche? Ich komme voran. Wie geht's dir? Gut. Der Doktor hat mich in eine Höhle unter dem Haus gebracht. Ist sicherer, weil die Piraten die ganze Zeit bei ihm einkaufen. Aber hör mal, ich habe da unten was gefunden. Das musst du dir ansehen. Okay, wir treffen uns später dort. Das war... mit unseren Freunden. Gut. Bis dann. Das war das, wo wir vor uns gestorben sind? Oder was jetzt vor, in einer früheren Folge? Der hat gezählt. Okay. Ich wollte jetzt runtergehen. Ich muss mal die Stelle merken. Da wäre es noch runtergegangen, Mensch. Da ist bestimmt was gewesen. Da oben ist keiner, okay. Gibt es bestimmt ein paar mehr als diese Flitzpiepen. Da hinten gibt es einen Alarm. Er braucht einen Schuss, weil er nervös ist. Okay. Ich gebe ihm aber ein Messer. Ist genauso gut. Oder ich kann ihm auch helfen. Ich meine... Zählt das denn als Schuss? Ich meine, ich schieße jetzt einen Pfeil. Das ist ein Schuss. Okay, der wechselt immer nur zwischen zwei Waffen. Ich habe eine Idee. Wenn ich eine Idee habe, dann ist es nie was Gutes. Der Gestank ist eh nicht zum Aushalten. In der Tat. Jetzt habe ich mal den Bogen zücken. Scheiß Rebellen! Steckt euch die Insel in den Arsch! Nein.
Ja. Oh. Ich bin jetzt an sowas gestorben. Ich bin wieder. Das war sehr gute Arbeit. Jetzt erzähl mir von deinen Freunden. Im Funk hieß es, was nimmt Lösegeldvideos in der PC auf. PC? PC. PC. Wir nennen sie Sunset Cove. Das ist eins ihrer Gefängnisse. Verstehe. Bedenke, Chris, die Stärke, die du vom Pfad empfängst, wird dir siegen helfen. Okay. Vor uns auch durchgeflogen. Hallo? Dr. Earnhardt? Hey, Daisy hier. Ich habe mir sein Handy ausgeliehen. Wie läuft die Suche? Ich komme voran. Wie geht's dir? Gut. Jetzt machen wir ja kurz einen Prozess. Der Doktor hat mich in eine Höhle unter dem Haus gebracht. Ist sicherer, weil die Piraten die ganze Zeit bei ihm einkaufen. Aber hör mal, ich habe da unten ganz was kurzen gefunden. Prozess. Das musst du dir ansehen. Okay, wir treffen uns später dort. Hoffentlich mit unseren Freunden. Gut, bis dann. Er holt uns, holt mich. Ich finde dich. Glaub mir das. Glaub mir, dass ich dich zuerst finde. Das war knapp. Es war so knapp, dass es schon wieder weit weg war. Kopfschuss. Wer möchte mein nächster Spielgefährte sein? Du vielleicht? Er ist nicht hier! Attacke! Er ist nicht hier, Attacke! Wo ist er denn? Scheiße! Hinter dir! Ich finde das Flucht! Noch jemand? Nicht? Okay. Lieber als zweite Waffe die aus. Ernsthaft? Ich muss erstmal den Typen. Ah. Also, wo werden diese Lösegeldvideos gedreht? Ihr wisst doch gar nicht, dass ich da bin. Was ist los mit euch? Die wissen scheinbar von mir. Komm, geh ums Eck. Was zum Teufel? Ein Stein! Nein! Das darf nicht sein!
kein Grund zur Sorge. Der hat keine Sorgen mehr, keine Sorge. Noch jemand? Du da? Okay. Noch einer. Lisa, ich komme! Ja. Einer weniger. Lisa, heilige Scheiße. Du zielst in die falsche Richtung, Minion. Ich komme, Lisa! Ich hoffe, ja, super gelohnt, Minions. Video. Sie ist nicht hier. Was? Wo bist du? Wo kommt der denn jetzt her? Die Folge wird heute ein bisschen länger dauern, weil jetzt müssen wir noch hier durch das Szenario hier. Ich glaube, heute machen wir mal ein 40 Minuten Video. Wer hat dich tätowiert? Hm? Ich will wissen, wer das gemacht hat. Hm? Sidra vielleicht? Meine Schwester, diese Ratte? Hm? Und jetzt bist du einer von uns? Denkst du, du bist jetzt wie ich? Hm? Der California Boy ist geil auf das Dschungelfieber. Ich bin besser als du. Schwester kriegt. Du sollst mal lernen, deine Haare zu schneiden. Du hast ja noch Fussel im Gesicht. Genau wie bei deinem Bruder Grant. Fick dich! Du bist sauer, Jason. Du bist sauer. Okay, verstehe ich. Verstehe ich. Ich meine, ohne Familie, wer sind wir denn? Früher hätte ich alles getan für meine Schwester. Ich habe sogar getötet für meine Schwester. Aber das hat ja nicht gereicht. Nein, 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 bitte. Du weißt, wie das mit der Familie ist, oder? Die verdammte Familie! Die bringen Dinger, das hättest du nie gedacht. Jedes verdammte Mal! Dann sagen sie zu mir, was, was, wer verfickt nochmal ist dir wichtiger? Die oder ich? Ich oder die? als ob die denken, dass ich mich entscheiden müsste. Müsstest du? Übrigens, dein Feuerzeug ist scheiße. Hätte doch so schön gepasst. Wirklich zu blöd, dass Sidra dich tätowiert hat. Jetzt reicht es nicht, dich zu töten, man muss dich auslöschen. Ist okay. Nicht weinen. Ist schon okay? Jason, ich schwöre bei Gott, Mann. Es ist wunderbar, dass du bereit bist, für deine Liebste zu sterben. Doch! Warum nehmen sie den überhaupt mit? Wieso lassen sie uns nicht zusammen sterben, zu dritt? Ich wollte noch Lösegeld verdienen. Autsch. Lisa, ich komme! Ogo, Ogo. Und wieso haben sie mir meine Waffen gelassen? Das verstehe ich. Alle. Wo bist du? Wohlgemerkt, alle. Ich bin unterwegs. Oh nein, das Gebäude stürzt gleich ein. Na, das macht's nicht. Ich muss auf die Rohre schießen. Das Feuer ist überall. So, schnell durch hier. Immer schön das Feuer löschen. Ich steh die Tür, ich komme. Oh, man kann es einfach aufschießen, okay. Wieso brenne ich hier nicht? Mehr Logik in dem Spiel, bitte. Nein, ich fall! Nicht da lang! Auf keinen Fall da lang! Der
Balken war so schön animiert. Wieso kannst du da nicht rüberlaufen? Lösch schneller, Feuer. Ich halte die Hitze nicht länger aus. Junge. Ogo, ogo. Hilfe! Jason! Jason! Ganz ruhig, Lisa, ich komme! Keine Sorge, ich bin da! Oh mein Gott! Halt still! Sie haben Oliver! Sie haben Oliver! Hey, ja, und die twisten ihn, das ist Oliver Twist! Dann lass mir nach, ich hab ne Idee. Oh, ihr wisst, wenn ich ne Idee hab, das ist nie was Gutes. Okay. Wieso rennt sie vor? Wenn ich die Idee hab. Oh nein! Die will mir die Idee klauen. Das ist der einzige Weg runter, komm schon! Oh! Oh mein Gott! Alles in Ordnung? Ich glaub schon. Da drüben, der Wagen. Er ist im Freien. Den hol ich mir. Holt euch das Fahrzeug. Lisa, du fährst. Was? Fahr. Okay, okay. Schießt auf den Tank. Er springt nicht an. Los jetzt, Jason. Burn, baby, burn, burn, baby, burn. Hast du die Explosion gesehen? Was? Welche Explosion? Fahr halt an! Mal kurz herstellen. Was ist da hinten los? Verkehrsberuhigung. Das Auto fährt weiter. Ich kann das nicht. Wie soll ich damit klarkommen? Du machst das schon. Burn, baby, burn, burn. Was machst du denn? Du schießt auf die Jason. Natürlich schieße ich auf die. Nicht so ruckartig. Du bist keine Hilfe. Sag die, die nie fahren kann. Geradeaus. Ich schieße immer daneben. Ich soll ruhig bleiben, wenn was? Du auf mich schießt. Ich hab getroffen. Was laberst du? Ich laber Scheiße. Hände auf 10 vor 2. 10 vor 2. Dann fahr du doch. Würde ich ja, aber du kannst nicht schießen. Oh, jetzt kommt gleich die hässliche Stelle. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Schneller, schneller! Keine Straße, geht nicht! Sagt wer? Die Bullen? Wieso ist der Motor aus? Nein, abgesoffen! Dreh den Schlüssel! Tritt auf die Kupplung! Ich... Welches Pedal ist das? Oh. Lisa! Welche Waffe hat er überhaupt weggeworfen? Ah, Scharfschützen. Was? Das Scharfschützen. Ich sollte nicht meine ganze Muni verschießen. Ich hasse die Stelle ungemein. Das wird jetzt ein bisschen langwierig hier. Alles klar, ich hab's jetzt! Los, los, los! Serpentine! Serpentine! Es hat gut geklappt, weil ich diesmal Medizin hatte, weil das erste Mal, wo ich es aufgenommen habe, hatte ich keine Medizin, aber da habe ich diesmal drauf geachtet. Wir hängen sie ab! Ich muss gleich kotzen! Schneller, schneller! Geil! Diese Pisser haben gar nicht gemerkt, was passiert ist! Haha! Großartig!
fast draufgehen oder als Sklave verkauft werden für witzig. Elisha, beruhige dich. Es ist ein Albtraum. Okay, hör zu, ich mach das schon. Weißt du, wo die Piraten die anderen hingebracht haben? Sie sagten, sie haben Oliver zum Bunker gebracht. Bin ich sicher bei Keith und Daisy. Was ist mit Riley? Ich weiß nichts von Riley oder Grant. Grant ist tot. Scheiße. Das tut mir so leid. Zwei fehlen also noch im Bunde. Aber ich habe Daisy gefunden. Ich werde auch die anderen finden. Wo ist sie? In Sicherheit. Na los, ich bring dich hin. Okay. Daisy sagte, sie ist in einer Höhle unter dem Haus. Da gehen wir jetzt noch schnell hin. Weil wir können sonst nicht speichern. Das habe ich das letzte Mal schon durchgemacht. Da habe ich, glaube ich, dreimal und bis zur nächsten Folge gesagt. Und dann konnte ich immer noch nicht beenden. Man musste immer wieder weiter, weiter und weiter. Lisa? Daisy! Hast es geschafft? Könnte man meinen. Oh, Daisy, es tut mir so leid. Okay. Genug geheult jetzt. Und ich habe dieses Boot. Wenn wir es reparieren, ist es das Ticket weg von der Insel. Ja, und direkt auf den Grund des Ozeans. Sagt der Bootsexperte. Aber ich brauche etwas Hilfe. Es gibt einen Antriebskorb für den Außenborder. Der fehlt. Okay, ich sehe mich mal um. Der ist im Wasser. Der müsste da hinten sein. Ja, da leuchtet es auch. Jetzt habe ich jetzt den XP-Balken nicht mehr. Wahrscheinlich habe ich den, sehe ich den bloß, wenn ich meine Waffe gezogen habe. Ich habe was aus dem Wasser gezogen, deswegen habe ich eine neue Fähigkeit gelernt. Hey, du hast ihn. Und weil du ihn hast, kannst du ihn auch anbauen. Wieso machst du das nicht? Erklär nochmal, warum du das nicht machst. Ich bereite die Zündung vor. Oh, tolle Erklärung. Bist du schon fertig? Ja, fast. Das war's. Ja. Klasse. Jetzt schaffen wir es selbst. Vielleicht sprichst du noch mal mit Lisa, bevor du gehst. Okay. Ich komme von rechts, deswegen bin ich stehe jetzt links. Jede Nacht träume ich von Hollywood und wach hier auf. Tut mir leid, dass du den Dreh verpasst hast. Ist nicht dein Fehler. Ich hätte darauf bestehen sollen, nicht zu springen. Hauptsache, wir sind beide sicher. Oh ja. Nur du und ich. Du hast mich gerettet. Ich verdanke dir mein Leben. Was wir jetzt brauchen, ist eine Art Plan. Okay. Ich finde Riley und unsere Freunde. Du bleibst hier und hilfst Daisy mit dem Boot. Wir hätten die Flucht fast nicht überlebt. Hey, keine Sorge. Ich mach das schon. Sei vorsichtig. Ich probiere es. So, jetzt müssten wir eigentlich beenden können. Vorher verlassen wir noch die Höhle und setzen noch zwei Fähigkeitspunkte. Ich glaube, jetzt habe ich erstmal alles gelernt, was man jetzt hier lernen könnte. Also in dem Bereich, ne? Weil erst, also was wir jetzt freigeschaltet haben bis jetzt, ne? Weil wir haben ja noch ein bisschen, was wir freischalten können. Und das dauert noch ein bisschen. So, ich beende die heutige Folge für heute und wir sehen uns in der nächsten... Hallo? Moment, Jason, das hören wir noch an. Ich habe oft versucht, dich zu erreichen. Was ist passiert? Bas hat mich geschnappt. Ich konnte mit Lisa fliehen, aber er hat die anderen noch. Ich bin nicht stark genug, um sie zu befreien. Du brauchst mehr Kraft im Kampf gegen Bas. Ich kann dir diese Stärke nicht geben. Aber es gibt jemanden, der das kann. Citra, du bist bereit. Du musst zu ihr gehen. Wer ist sie? Citra ist die Anführerin unseres Volkes.
Sie kann dich zum Zentrum führen. Sie wird deine wahre Kraft entdecken. Ihr Tempel ist im Dschungel. Ich treffe dich am Tor. Also gut. Okay, wir müssen als nächstes zu Sidra, aber wir beenden die Folge hier. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüdüdü.